Herzlich willkommen zu unseren Matrix Top Tipps für den Winter. Wir sind hier heute in einem Kanal in Norddeutschland unterwegs und die Temperaturen, man sieht es an der Mütze und den dicken Klamotten, sind um den Gefrierpunkt herum. Und ja, da wollen wir heute mal ein bisschen schauen, dass wir trotz der echt widrigen Bedingungen der Kälte und in den letzten Tagen Schnee und Nässe doch noch mal ein paar Fische fangen und was da zu beachten ist und welche Tricks und ein paar Tipps man dabei berücksichtigen kann, das werde ich euch gleich zeigen. Also, los geht's! So, als erstes beginnen wir mit dem Futter. Ich habe gesagt, es ist ziemlich kalt, es ist ja eigentlich so, dass die Fische sehr passiv sein werden und dementsprechend habe ich mein Futter heute auch zubereitet. Ich habe ein relativ feines Futter mit wenigen Partikeln, habe es komplett schwarz eingefärbt, dass es möglichst passiv und neutral unten am Boden liegt. Ich habe das auch gestern schon mal das erste Mal vorgefeuchtet, heute Morgen nur noch eben die Feinheiten gemacht und da werden wir jetzt auch mit diesem feinen Futter ganz, ganz wenige tote Pinkies einbringen, dass die Fische möglichst auf den Platz kommen, ein bisschen was finden, ein bisschen beschäftigt werden, aber auf gar keinen Fall gesättigt werden. Der Stoffwechsel der Fische ist extrem runtergefahren. Das heißt, wir können gar nicht so viel füttern, weil wir die Fische natürlich nicht sättigen möchten. Aber warum wir überhaupt ein paar tote Pinkies reinmachen, liegt daran, dass wir eine gewisse Art von Futterneid erzeugen wollen. Sprich, die Fische kommen auf den Platz, werden erstmal von dem kleinen Futterteppich angelockt und sollen dann ruhig ein paar Pinkies finden. Und da ist es ganz wichtig, dass wir exakt füttern, auf den Punkt füttern. Und das machen wir natürlich mit unserem Polecup. Da werde ich heute so circa 4 bis 5 Bälle füttern, ganz zentral auf einen Punkt. Nicht wie im Sommer oder in der wärmeren Jahreszeit generell, dass ich mir einen größeren Platz anlege und nur ins Zentrum Köder einbringe, sondern heute wirklich 4, 5 kleine Bälle, das langt erstmal für einen Anfang, zentral reinbringen und dann schauen, was passiert. Nachfüttern können wir immer, aber ich würde gerade, weil es eben derart kalt ist heute, ganz sachte rangehen und dann mal schauen. So, ich werde jetzt mal füttern. Wie gesagt, 4 Bälle auf die lange Bahn. Ich habe heute 2 Plätze angelegt. Einen auf 13 Meter und einen auf 5 Teilen, also ganz, ganz kurz. Da ist es aber auch schon so 3,5 Meter tief. Ich werde den Platz draußen als erstes befüttern mit 3 Bällen, die ganz normal festgedrückt sind und einen Ball, der etwas loser gedrückt ist, dass da ein minimaler Teppich aber schon auf dem Punkt liegt. Und werde vorne einen Ball nur füttern und draußen den Platz erstmal so circa eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde komplett in Ruhe lassen. Der Grund dafür ist simpel, es ist kalt, die Fische kommen wahrscheinlich eher verhalten auf den Platz und sollen sich erstmal sammeln, sollen Vertrauen finden in das, was dort unten liegt, sollen vielleicht schon mal ein bisschen beginnen zu fressen. Und wenn ich jetzt die ersten Fische schon verschrecke, indem ich da immer mal wieder einen Fisch fange, dann ist es erfahrungsgemäß so, dass gerade die größeren Fische halt den Platz wieder verlassen oder sich gar nicht erst richtig einstellen und fressen. Dementsprechend jetzt erstmal die lange Bahn befüttern, in Ruhe lassen und vorne versuchen schon mal 1, 2 kleine Fische zu fangen und dementsprechend fürs erste Gewicht zu sorgen. Und draußen werden wir dann so nach einer Dreiviertelstunde, denke ich mal, das erste Mal schauen und vermutlich dann relativ schnell unmittelbar ein paar Fische fangen. Wir werden jetzt auf Güstern versuchen zu angeln. Vielleicht haben wir auch noch mal den einen oder anderen kleinen Brassen dabei, aber das werden wir sehen. Ich lege jetzt erstmal los. So, kurz zur verwendeten Montage heute. Ich habe einen Hohlgummi dran, das ist der feinste der Matrix-Serie und habe eine 12er Hauptschnur, das ist für den Winter relativ stark. Ich werde einen 10er Vorfach heute verwenden, auch eher dick, aber das Wasser hier ist nicht besonders klar und ich habe relativ große Güstern hier schon gefangen, ab und an meinen Brassen dabei und gerade so diese kleineren Güstern, die werde ich dann versuchen zu heben und da ist es halt ja einfach essentiell wichtig, dass die Schnur nicht reißt beim Rausheben. Zur Pose, ich verwende hier eine 2 Gramm, ich habe auch noch eine 1,25 Gramm Pose aufgebaut und habe so die Möglichkeit, ein bisschen, je nachdem wie stark die Strömung hier dann sein wird, am Ende zu variieren und habe mir heute ein Labello mit eingepackt.
Das hat folgenden Grund: Ich habe die Pose sehr fein ausgebleit und werde jetzt einfach nur die Spitze ein bisschen in Labello tauchen. Wichtig ist, ich habe die Pose nicht überbleit, das ist bei den meisten Angeln verboten, sondern wirklich ganz, ganz fein ausgebleit. Und dadurch, dass ich jetzt den Labello drauf mache, schwimmt die Pose durch das Fett ein bisschen weiter hoch. Aber der Widerstand ist deutlich geringer, als wenn ich die Pose wirklich von Anfang an nicht ganz so fein ausgebleit hätte. Und dementsprechend wird, wie gesagt, so ein bisschen mehr, so ich denke, ja, 0,4 bis 0,5 cm werden rausgucken. So habe ich auf 13 Meter auch noch gute Sichtbedingungen, aber einen ganz, ganz geringen Widerstand beim Biss, um dann halt hoffentlich viele Bisse auch verwerten zu können. Soweit zur Pose. Jetzt habe ich hier einmal die Montage und die zeige ich euch jetzt einmal. So, jetzt einmal exemplarisch die 2 Gramm Montage. Ich habe hier oben eine 1,5 Gramm Olive, habe dann 3-4 Schrote drunter und habe dann eine langgezogene Kette aus 4 11er Schroten. Dadurch fällt der Köder halt ganz langsam ab. Ich kann vernünftig einsetzen und gerade die Güstern sollten dann entweder beim leichten Treiben oder wenn ich auch ein bisschen verzögere, den Köder ganz gut aufnehmen können. Hat sich eigentlich bewährt, dann 15 cm Vorfach zu nehmen. Ja, und ich bin halt dadurch, dass ich eine Kette geschoben habe, sehr, sehr variabel und kann die einzelnen Schrote unabhängig voneinander immer verschieben, was gerade im Winter sehr wichtig sein kann, um nochmal den einen oder anderen Biss halt ja, zu provozieren, sage ich mal, oder den Fisch dazu zu verleiten, dann doch nochmal zuzuschnappen. Aber dazu später hoffentlich mehr, wenn wir ein paar Fische am Platz haben. Das ist die Theorie und dann soll es natürlich gleich um die Praxis gehen. Also, legen wir los. Ich habe jetzt ein paar Minuten geangelt. Draußen ging noch gar nichts, da habe ich gerade kurz mal probiert. Jetzt bin ich sofort wieder nach so 5 bis 10 Minuten Probieren draußen auf die kurze Spur gewechselt und fange dort ja, so circa 20 bis 30 Gramm Fische. Da ist es häufig so, dass man verkennt, dass man auch mit diesen Fischen, wenn man die in einem ganz guten Rhythmus fangen kann, echt sich ein gutes Polster aufbauen kann. Sprich, die Zeit, die ich draußen vergeuden würde, kann ich so mit wenigstens ein paar Fischen, da kommt wieder einer, der ist sogar diesmal gar nicht so klein, mit ein paar Fischen dieser Größe auf jeden Fall gut überbrücken und kann mir so versuchen, ja schon mal ungefähr so, ich sag mal, pro 5 Fische 200 Gramm ungefähr nach und nach aufzubauen. Und das ist alles im späteren Matchverlauf natürlich so, dass es mir zugute kommt. Wenn ich jetzt sage, ich angel stur nur auf die größeren Fische, dann muss ich ja mindestens das kompensieren, was die anderen eben auf die kleinen Fische schon zusammengesammelt haben. Und das kann gerade an so ganz, ganz kalten Tagen wie heute ja echt nochmal den Unterschied bringen. Weil 5 Fische kann ich im Moment so circa in 8 bis 10 Minuten fangen. Jetzt meine Rechnung, das sind pro Stunde dann schon mal, ja, im schlimmsten Fall 800 Gramm bis 1,2 Kilo, die ich damit machen kann, wo andere potenziell halt draußen noch gar keine Fische fangen. Und das macht sich auf jeden Fall bezahlt. Wichtig ist nur dann, irgendwann die Kurve zu kriegen und zu schauen, dass man draußen auch noch mal den einen oder anderen Fisch fängt. Das war aber jetzt gerade, wie gesagt, nach circa einer Stunde noch nicht der Fall. Ich mache das jetzt hier vorne noch mal ein bisschen weiter, werfe ab und an ein paar tote Pinkies, aber auch alles ganz gemächlich, das ist schon viel zu viel. Immer so 6 bis 7 Pinkies zurzeit auf die kurze Spur und habe da einige Rotaugen, jetzt gerade ein paar Güstern in Folge gefangen.
da ist der nächste. Also es ist wirklich so, dass man keine Riesenfische fängt, aber sich doch mit solchen Fischen schon ein ordentliches Gewicht aufbauen kann. Das machen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter. So, gerade im Winter, wo es extrem kalt ist, ist der Platzaufbau ganz besonders wichtig. Jetzt brauchen wir nicht literweise Futter ans Wasser schleppen und so viele Variationen an Ködern wie im Sommer. Dementsprechend reicht mir absolut mal ein kleiner, kompakter Beistelltisch hier, wo ich meine Köder, ein Handtuch, so ein paar, ich sag mal, Futterergänzungsmittel zur Not habe, um nochmal auf bestimmte Situationen reagieren zu können. Ich habe meinen Hakenlöser, mein Handy, die Hakenbox, also alles wirklich ganz kompakt zusammen. Habe heute keine Frontbar aufgebaut, weil ich der Meinung bin, dass ich sie heute nicht brauchen werde, weil ich ohnehin die Fische einzeln provozieren muss, dass sie nochmal irgendwie versuchen, also dass ich sie nochmal zum Biss animieren kann. Wichtig ist halt, sich das Angeln, wenn die äußeren Gegebenheiten schon ja, sehr, sehr unangenehm sind, so erträglich wie möglich zu machen. Warme Klamotten anziehen gehört dazu, aber auch ein organisierter Platzaufbau, denn nichts ist schlimmer, als wenn ich mich jetzt hier an den Kanal setze und dann merke, ich habe was vergessen, es ist rutschig, es ist nass, es ist kalt, da habe ich nicht wirklich Lust und das führt zu einer gewissen Trägheit, die beim Angeln nie förderlich ist. Habe ich aber alles dabei, was ich brauche und meinen Platz gut strukturiert, kann ich immer auf alle Situationen reagieren und bin bestens gerüstet für Umstellungen und nochmal Justierungen an meiner Montage, wie zum Beispiel mit meinem Labello. Das zeige ich euch nochmal, was ich damit vorhabe. Ja. So, ich zeige euch jetzt, wie man die Pose richtig einsetzt. Das machen wir auf einer kurzen Bahn. Da fange ich auch gerade ganz ordentlich Fische. Man sieht, ich habe den Gummizug bewusst ein bisschen rausgucken lassen und die Kopfschnur extrem kurz. Damit habe ich die totale Kontrolle. Und jetzt habe ich die Pose noch so circa 5 bis 10 cm außerhalb des Wassers und lasse jetzt langsam ab. Da sieht man auch schon, dass sie dann leicht nach rechts strömt. Jetzt lasse ich sie kurz anlaufen und in der Regel kommt gleich auch schon der Biss. Sollte der nicht kommen, hebe ich gleich noch mal ein bisschen an. So, hier können wir schon mal wieder ein bisschen rausheben, nur so minimal. Und lassen wieder langsam fallen. Und erhöhen so deutlich die Chancen darauf, dass gerade die Güstern und die Rotaugen, die hier vorne beißen, nochmal zuschnappen. Es klappt natürlich nicht immer. Wir haben Winter, das darf man nie vergessen. Aber ich erhöhe auf jeden Fall die Attraktivität meines Köders und kann so auf der bestehenden Futterspur nochmal Akzente setzen und meinen Köder besonders hervorheben. Jetzt, wenn ich am Ende der Spur angekommen bin, ziehe ich einfach ein bisschen nach links rüber. Habe jetzt bewusst einen leichten Knick in der Montage, die geht schräg rein und setze am Anfang wieder langsam ein. So, warte gerade das letzte Stück einen Moment und setze ab. Und jetzt kann die Pose ganz natürlich wieder absinken. Die Montage fällt, der Köder kommt unten an und da ist der Biss. Also man sieht, sehr effektiv, wieder eine Güster wie erwartet. Jetzt nicht die größte, aber immerhin besser als nichts. Und wir sind sofort wieder startklar und können den nächsten fangen. Beim Einsetzen ruhig immer Zeit nehmen, weil man hat gerade gesehen, es war eine Fahrt dabei, die keinen Biss brachte. Aber bei der zweiten vernünftig eingesetzt und schon kam der Biss. Das ist gerade im Winter ganz essentiell, weil wir in der Regel keinen Biss bekommen, wenn wir einfach so den Köder reinschmeißen und darauf vertrauen, dass er schon einigermaßen natürlich unten ankommt. Mal schauen, ob wir gleich den nächsten fangen können. Ansonsten machen wir das gleiche Spiel von vorn, ziehen wieder langsam links rüber und so erkämpfen wir uns hier trotz extrem kalter Bedingungen jeden einzelnen Fisch.
Da ist der nächste. Diesmal ein Rotauge. Also ihr seht, man kann sich so in Phasen, wo es nicht gut läuft, zumindest immer ein paar Fische zusammenangeln und dementsprechend dafür sorgen, dass immer ein bisschen Gewicht ins Netz kommt. So, heute ist es doch etwas ruhiger auf der langen Bahn. Ein ganz guter Tipp ist da noch, um das Ganze so ein bisschen wieder zu versuchen, wiederzubeleben, der Einsatz von Pastoncino. Ich habe mir da ein bisschen was in Rot abgefüllt. Das sieht man hier. Das ist halt ja, ein sehr feines Zeug mit Partikeln, die sehr fein sind, nicht unbedingt viel sättigen, aber vom Boden aufsteigen und wieder absinken. Das kann man ruhig auch trocken und das fertige Futter so ein bisschen mischen. Ich bin da im Winter mal sehr vorsichtig mit. Da fülle ich jetzt ein bisschen was rein. Und dann setzen wir gleich einen kleinen Ballen nach. Der muss auch nur so groß sein, viel größer muss er gar nicht sein. Und dann setzen wir den direkt auf unseren Punkt und versuchen nochmal, gerade bei den Güstern und kleinen Rotaugen, die hier rumschwimmen, wirklich zentral auf diesem partikelhaltigen Fleck dann entsprechend einen Fisch zu fangen, weil gerade in der kälteren Jahreszeit die Fische dadurch noch mal ein bisschen in die richtige Laune versetzt werden, dass sie dann doch noch mal den vorbeischwimmenden Pinky greifen. So, damit sind wir am Ende des heutigen Tages angekommen. Ich hoffe, es waren ein, zwei Tipps dabei, die ihr umsetzen könnt für euer Angeln bei diesen doch ziemlich kalten Bedingungen jetzt im Winter und auch im Frühjahr. Aus meiner Sicht ein erfolgreicher Angeltag. Ich habe so circa 40 bis 50 Fische gefangen, keine großen dabei gewesen. Aber dadurch, dass ich mir eben zwei Bahnen angelegt habe, ist die wiedererwarten kurze Bahn die bessere gewesen. Draußen ging heute fast gar nichts. Vor allem die größeren Güstern sind ausgeblieben, die eigentlich hier relativ häufig dann anzutreffen sind. Aber ich habe es geschafft, mit meinen 40, 50 Fischen, wie gesagt, auf jeden Fall ein ordentliches Gewicht zusammen zu angeln, was selbst wenn große Güstern woanders gefangen worden wären, jetzt in meinem Abschnitt, halt dazu geführt hätte, dass ich, denke ich, eine ganz gute Platzierung gemacht hätte. Und wichtig ist immer, das meiste aus seinem Platz zu machen. Das haben wir heute versucht umzusetzen und auch kompensieren können, dass im tiefen Bereich auf 13 Meter halt fast gar nichts ging. Und ja, dementsprechend freue ich mich, wenn ihr ein paar Sachen umsetzen könnt und schaltet gern beim nächsten Mal wieder rein.